Game Plus. Kann ich eigentlich beim New Game Plus den Schwierigkeitsgrad? Ah ja, tatsächlich, guckt. Ich könnte jetzt, obwohl ich es auf Mittel gespielt habe, auf Erbarmungslos spielen. Das herausforderndste und realistischste Spielerlebnis in diesem Spielmodus sind Lauschmodus, HUD und andere L-Play-Elemente verändert. Hey, was mich aber noch schnell interessieren würde, ich habe nämlich auch gelesen, es gibt so eine Art Bullet-Time- und Zeitlupen-Modus jetzt. Gibt es den wirklich jetzt schon? Ich bin mir nicht sicher. Ich mache mal kurz irgendeine Begegnung hier an. Eigentlich egal welche. Nee, warte mal. Nehmen wir eine ohne Hunde. Infiziertennest. Ja, machen wir Hilliver. Ne, wartet mal. Ich mach mal, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad dann die anderen Sachen einstellen kann. Ich starte das jetzt mal und schau doch mal in die Optionen. Genehmige dir einen Keks, mach das. Elden. Eldon Camillo. Ich lese das immer. Schon so oft ist mir das passiert, ne? Ich lese das immer. Eldon Camillo. Also wie so ein, weiß ich nicht, Elfenname. Oh, Verzeihung. Eldon Camillo. Und dann check ich's erst. Dankeschön. Das war vor 20 Jahren noch deutlich entspannter. Das stimmt. Und unter Indies ist das auch noch viel entspannter eigentlich. Aber bei so großen Firmen mit Markenschutz und was weiß ich was alles, da geht das nicht mehr so leicht. Leider. Leider, leider. Ich finde das bei Shovel Knight so faszinierend. Ich weiß nicht, wie das die Entwickler von Shovel Knight machen, aber die schaffen es, dass Shovel Knight in jedem Indie-Spiel ever ist. Als Gastauftritt oder sogar als spielbarer Charakter im Grunde. Ich glaube, es gibt kaum eine Figur mit so viel Cameos wie Shovel Knight. Sogar in Smash Brothers ist er als Helfer-Trophäe drin. Aber Shovel Knight ist auch ein verdammt cooles Spiel. Das muss man auch was sagen. Extras. Render-Modi. Ändere das Erscheinungsbild des Spiels. Ah ja, cool. Nice. Kopfschmerzen. Okay. Jenseits. Wow. Die Augen sehen wirklich übel aus. Sag mal, ist das ein Bild aus The Last of Us 1? Oder was ist das für eine Szene? 8-Bit. Auch nicht schlecht. Wasserfarben, Verlies, Leere. Ah, das sind ein paar interessante Filter. Ich meine, wir haben genug, da kaufen wir uns jetzt irgendwie ein oder zwei. Ja, die finde ich ein bisschen. Diese Instagram-Filter hier finde ich ein bisschen langweilig, aber den kaufen wir mal. Cell Shading ist es jetzt auf einmal. Man sieht auf jeden Fall die Kanten und die Gegner besser. Ich finde rein Differenzierbarkeit der Welt ist das eigentlich ein sehr guter Grafikstil für so Spiele, für so Schleichspiele. Wenn man das so sieht durch diese klaren Kanten, ist alles schon sehr deutlich abgrenzbar. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, den würde ich auch gerne sehen. Jenseits würde mich interessieren. Schauen wir uns den mal kurz an. Ha, sieht halb so schlimm aus bei ihm. Oh. Das hat schon irgendwie was. Das ist creepy irgendwie, oder? Zombie. Hey, Abby. Ja? Okay. Quatsch, nicht Fotomodus. Aber cool, dass man auch dann Fotos machen kann hier mit diesen Filtern. Gefällt mir. Aber gut. Nicht schon wieder, ich will nicht in dem Fotomodus. Ich vertue mich nur. Alles, was ich will, ist Extras Render-Modi. Weil den 8-Bit-Modus würde ich mir gerne noch ansehen. Jetzt gehe ich mal noch schnell. Nur Filter oder Filter und Audio. Ohoho. Nice. Oh, der Sound gefällt mir. Ich würde gerne nur Audio einstellen können. Oh, das ist oldschool. Das ist geil. Ich bin mal kurz still, dass ihr das auch hören könnt. Das ist echt cool. Ich will jetzt mal Gegner treffen. Ich glaube, das ist interessant dann. Mit einem
glaub schon langsam, das ist kein Gegner da unten. Aber das gefällt mir, das ist irgendwie schön. Das ist gerade echt gemein, ey. Der macht es ein bisschen schwer, was zu erkennen, der Filter, aber gefällt mir eigentlich echt ziemlich gut. Aber jetzt muss ich mal nachschauen mit den Spielmodifikationen. Da gibt es bestimmt auch noch ziemlich interessante Sachen, die schauen wir uns mal kurz noch an. Gute Nacht, Runchief, mach's gut, bis bald. So, jetzt passt mal auf, machen wir den Filter mal wieder aus. Aber der gefällt mir. Leere. Ich will nicht zu viele Punkte hier ausgeben, aber das ist alles sehr billig. Schauen wir uns Leere noch ganz kurz an. Ah ja, das ist so... Das hat auch was, ne? Das hat... Oh, guck mal, da hinten ist sogar Code zu sehen. Wir sind in der Matrix. Das ist ja nett. Das hat... Ich wollte gerade sagen, das hat so was Atari-Grafikmäßiges oder vielleicht sogar Game Boy. Aber... Sind die Gegner sogar rot markiert? Ah, irgendwie schon. Das ist aber auch, ne, alles texturlos, die Gegner rot markiert. Das ist auch ein ziemlich guter Modus zum Kämpfen im Grunde. Sehr auffällig hier, die Gegner. Im Endeffekt könnte man sowas Ähnliches eh schon über die Barrierefreiheit im Spiel einstellen. Naja, okay. Schauen wir mal nochmal zu den Extras. Machen wir mal alle wieder aus und gehen mal zu den Gameplay-Modifikationen. Spiegelwelt. Dann ist das ganze Spiel gespiegelt. Naja, bei Todspiegeln. Jedes Mal, wenn man stirbt, ist das Spiel gespiegelt. Okay. Zeitlupe. Das finde ich nett. Verringert bei Aktivierung die Spielgeschwindigkeit auf 50%. Oh, ich glaube, da kann man coole Action-Szenen fabrizieren mit dem. Bullet Time. Ach so, Zeitlupe ist einfach nur ein stärkerer Bullet Time. Unendlich Munition. Unendlich Fertigungsmaterialien. Unendlich haltbare Waffen. Super Lauschmodus. Ein Schuss. Alle Spielerwaffen töten mit einem Schuss. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Alle Spieler Nahkampfwaffen töten mit einem. Ah, es gibt sogar Audio alleine. Das finde ich gut. Ein extra Audio. Modifikator für 8-Bit und 4-Bit? Boah, wie aus den 80ern. Das will ich hören. Das machen wir an. Helium-Audio. Helium und Xenon-Audio ist, glaube ich, super. Aber jetzt will ich mal kurz den 4-Bit-Modus hören und natürlich in Zeitlupe. Ein. Okay. Los geht's. Oh. Abby, das wollte ich nicht. Ich wollte hier cool runterhechten. Hast du mir vermasselt. Funktioniert. Links von uns. Das ist eher meine Spielgeschwindigkeit. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich kann nicht so schnell reagieren. Das ist cool. Jetzt will ich nur noch in der Luft schießen können. Das wäre perfekt. Ich meine, das ist gerade eine echt weirde Szene, um das zu sagen. Aber in dem Modus sieht man die schönen Animationen. Ist das weird? Okay, gehen wir nochmal in den Extra-Modus. Jetzt machen wir mal... Die Zeitlupe lasse ich mal an. Oder nee, wartet mal. Die Zeitlupe müssen wir ausmachen, weil wir jetzt den Helium-Audio-Modus anmachen. Der wird super. Dafür müssen wir aber die Zeitlupe deaktivieren, glaube ich. Oh Gott, ich würde das Spiel jetzt gern in Helium durchspielen. Ich glaube, das ist immer wieder toll. Klingt ein bisschen wie Claptrap. Ich find's gut. Das gefällt mir jetzt schon. Das gefällt mir.
Sag noch mal was, Gegner. Oh, die Cutscenes. Ich will Zwischensequenzen sehen mit dem Modus. Bitte. Zeig mir diese ganz dramatischen, traurigen Szenen im Helium-Modus. Es ist super. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt redet doch mal wer, bitte. Es klingt wirklich so ein bisschen, als wäre Claptrap. Jeder Charakter ist Claptrap. Das wäre auch ein guter Modus. Alle Charaktere sind Claptrap. Mist, sie hat recht. Okay. Wartet mal. Jetzt machen wir natürlich noch den wunderbaren, bestimmt genauso wunderbaren Xenon Audio Mod Modifikator. Der ist natürlich auch schön bestimmt. Wow, ich sollte mich vielleicht mal kurz heilen, wenn ich vorhabe, dass wir wirklich noch zu einer Zwischensequenz und zu Dialogpassagen kommen. Das wäre gerade ziemlich witzig. Fände ich gut. Ach so, stimmt. Man kann ja in dem Modus nur... Naja, trotzdem witzig. So müsste ich... Oh, warte mal. Versuchen wir mal. Ich glaube, wir können auch die Cutscenes uns angucken, ob wir uns Zwischensequenzen auch in dem Modus angucken können. Das wäre gut. Ach so, nee, nur ganze Kapitel, wirklich. Naja, okay, von mir aus. Dann machen wir halt von mir aus mal das... Das Kapitel auf der Farm? Das ist sehr gut. Und das mache ich im Überlebenserbarmungslos-Modus. Ich hoffe im Erbarmungslos... Ich bin, nee, vorsichtshalber nicht. Sonst kann man im Erbarmungslos-Modus diese Modifikation nicht benutzen und dann ärgere ich mich. Starten wir es lieber im Mittelmodus einfach. Im Mittelmodus. Brom oder Xenon? Helium oder Xenon? Hoch oder tief? Was wollen wir denn lieber hören jetzt, die Szene? Tendiert zu hoch. Wenn keine Mehrheit im Chat für tief kommt, dann nehmen wir Helium, glaube ich. Claptrap, ja, genau, finde ich auch. Und vielleicht mache ich noch irgendeinen Filter drüber. Es gibt noch so einen knallbunten Popfilter, der passt vielleicht ganz gut. Okay, alle sagen hoch. Alle sind für Helium. Dann eindeutig beschlossen. Machen wir noch irgendeinen knallbunten, seltsamen Filter drüber und dann wird das jetzt der Trip unseres Lebens. So, wartet mal. Render-Modi? Genau. Pop-Poster. Wow, das ist ja ein richtig geiler... Also ich meine, ich glaube, manche Szenen und manche Bilder in dem Spiel werden so richtig zu 90er-Jahre-Musikalbum-Covern. Kavaliere. Helium, ein. Yeah, das geht's.
Man, guckt euch das an, das hat was, oder? Könnte ein richtig cooles Indie-Spiel sein. Hier wird schwer zu differenzieren, was was ist. Wow! Ellie! Was ist mit dir los? Du siehst funky aus. Bei JJ merkt man gar keinen Unterschied. Okay, wartet. Ich will ein creepy Zombie-Baby. Ach, das sieht irgendwie gar nicht so creepy aus, oder? Ja, gut, doch, der JJ schon irgendwie ein bisschen, oder? Aha. Okay, Kind. Mein Gott, was das ausmacht, ne? Mit dem toten Baum vor der Tür hat das aber gleich sowas von eine andere Stimmung hier. Oh Gott. Hey, wie der Junge aus Der Fluch. So sieht JJ gerade aus. Das Spiel ist gerade eine ganz neue Art von Gruselhorror geworden. Okay. Ist die Musik jetzt auch high gepitcht? Ja, schön. Okay. Dann haben wir noch einen Render-Modus, der vielleicht interessant ist. Nee, eigentlich nicht wirklich. Machen wir mal grafisch an. Und hören wir uns das Ganze nochmal im 4-Bit an. Oh, wir können 4-Bit und Helium kombinieren. Warum wurde ich darüber nicht informiert? Klingt nicht mal mehr nach Sprache, was da passiert. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so ein bisschen Animal Crossing-Sprache. Ja, 4-Bit gibt halt nicht viel Platz für, ne, für Tonspur. Okay, dann machen wir jetzt auch noch, wenn wir schon, komm, los geht's. Wenn wir schon hier, machen wir auch einen 8-Bit-Modus. Okay. Aber das, oder? Es gab schon hier. Naja, Kamera weiter weg. Aber so uralte Adventures im Pixel-Modus haben schon teilweise verdammt fantastisch ausgesehen. Da waren richtige Pixel-Künstler teilweise am Werk. Und sowas in der Art. Nicht ganz so detailliert, nicht ganz so nah dran, die Kamera vor allem, gab's wirklich manchmal. Aber 4-Bit, da geht Sprache wirklich nicht mehr, ne? Das habe ich schon ein bisschen verstanden. Hören wir das Kartoffellied nochmal im 4-Bit an.
Mach's gut, Fallen Crusader. Aber dann verpasst du das 4-Bit-Kartoffellied, nur dass du es weißt. Aber kannst du Ende des Monats auf YouTube nachholen, also kein Problem. Ich mach mal das Spiel ein bisschen lauter. Doch im 4-Bit-Modus wird zu leise. Von Crusader, danke schön für die Bits. Ist faszinierend gerade. Ich finde das auch irgendwie optisch schon irgendwie ansprechend. Faszinierend. Und voll retro einfach. Da werde ich schon ein bisschen nostalgisch. Optisch und vom Sound her. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Besser als das Original. Okay, 4-Bit aus. 8-Bit an. Nee, warte mal. Ich hätte gern. Helium würde ich gern noch höher pitchen können, aber das geht leider nicht. Ist mir nicht hoch genug. Da geht noch was. Ach, Fotomodus. Hau doch ab. Ja, jetzt im direkten Kontrast ist das schon faszinierend, wie gut das aussieht hier. Ohne Pixelmodus. Okay, keine Mami. Ich will mal zum Mami. Oh, jetzt müssen wir was machen. Oh, ich glaube, das könnte gut werden. Jetzt passt auf. Da müssen wir jetzt kurz so lange spielen, bis wir die Schafe reingebracht haben. Weil diese Szene mit Joel, und jetzt passt auf, will ich gern in Zeitlupe und Xenon-Modus schalten. Weil ich glaube, dann ist das ein übler Horrortrip. Vielleicht noch irgendeinen krassen Filter drüber. Da machen wir jetzt eine super, super gruselige, super spooky Horrorszene draus. Das wird cool. Zumindest von meinem geistigen Auge sieht das super aus. Jetzt wissen wir, wie die Sprache in Animal Crossing gemacht wird. Ja, genau. In Wirklichkeit, das ist nämlich echt ganz witzig, die reden nämlich in Animal Crossing tatsächlich. Die lesen nämlich die einzelnen Buchstaben tatsächlich vor, nur sehr, 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 sehr schnell aneinandergereiht. Und dadurch klingt es dann so komisch. Aber das ist theoretisch eine Art Sprachausgabe. Die haben quasi jeden Buchstaben eingesprochen und dann wird es sehr schnell in verschiedenen Pitches und so weiter aneinandergereiht. Manche Worte kann man ab und zu wirklich verstehen in Animal Crossing. Deswegen klingt auch jede Sprache in Animal Crossing witzigerweise anders. In Japanisch reden die Figuren ganz anders. Es klingt ähnlich, aber anders. Nein, ist schon gut. Ja, nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja, Kater, Entschuldigung, ist alles gut mit mir. Bin nur 65% verrückter als normalerweise. Alles gut. Aber bleib nicht so lange weg, er muss noch baden. Ich bin der Superschäfer. Ich frage mich, ob die Schafe überhaupt woanders hinlaufen können als in die Scheune, wenn ich es provoziere. Nee, die haben quasi das Schaf. Ich muss die nur aufscheuchen. Ich glaube, die laufen relativ in Schienen oder zumindest trichterförmig sowieso immer Richtung Scheune. Egal, was ich mit denen mache. Was meinst du, wie viele das sind? Die Schafe sind auch gepitcht, die sind super. Leider ein bisschen leise. Hey, hey, rein, rein.
schaffen. Leckerer Snack? Ist dir warm genug, Kumpel? Nur noch ein paar. Ich hab einen für dich. Wie heißt das leiseste Tier auf dem Hof? Ja. Wenn du älter bist, wirst du diese Witze schon zu schätzen wissen. Okay, Schafe, wir sehen uns morgen. So, und jetzt passt auf. Jetzt machen wir den übelsten Horrortrip, den das Spiel jemals gesehen hat. Ich überlege, ob wir den nehmen oder Kopfschmerz. Der wäre vielleicht auch interessant. Schauen wir den mal kurz an. Hm, hat was, hat was. Jenseits finde ich gar nicht so gut, aber ist so richtig gruselig. Schwarz-Weiß alleine reicht auch nicht und die Filter. Ne, okay, dann lassen wir mal den von mir aus. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Xenon, ein. Zeitlupe, ein. Okay, das dürfte eine gute Kombination sein, eventuell. Hallo, kleiner Freund. Warte mal ganz kurz, eventuell, das funktioniert echt ganz gut, oder? Eventuell machen wir da aber doch den, wo ist er denn? Den Jenseits an. Der ist einfach düster. Ja, 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 der ist gut, der ist schon besser. Oh, guckt euch das an. Oh, ja. Damn. Das hat eine Wirkung, ey. Verdammt. Und jetzt kommt's. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Fuck. Okay, das war ziemlich cool. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh Gott. So, genug jetzt mit diesen Filtern und Modis und so. Finde ich nett, finde ich cool, macht Spaß. Aber jetzt ist Schluss. Ich mache jetzt mal kurz den Stream aus, unterbrechen wir kurz. Und dann schauen wir, mit was es jetzt weitergeht. The Last of Us 2 ist jetzt offiziell beendet. Und vielleicht spielen wir einfach eine Runde Fall Guys. Es gab vor kurzem ein Update, ein neues Minispiel wurde hinzugefügt. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen das. Mal schauen. Machen wir kurz 5 Minuten Pause und dann geht's hier gleich wieder weiter. Bis gleich. Ciao.